Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute möchte ich euch einen, ja, was Großes wieder vorstellen. Im Moment sind hier große Wochen bei uns und zwar den Hammer H2. Das steht ja schon hinter uns. Bei dem Hammer H2, speziell bei diesem, ist es so, dass das ein ganz, ganz, ganz gepflegtes Auto ist. Der hat keine 12.000 Kilometer auf der Uhr. Der Hammer H2 wird ja seit 2010 nicht mehr gebaut und deswegen ist der, weil er auch vom Zustand unfassbar gut ist, das perfekte Auto, um euch den H2 vorzustellen. Der H2 wurde ja damals von Hammer quasi gebaut, weil der H1 so langsam populär wurde und die SUV-Klasse dann so langsam auch zum Leben erweckt wurde und die wollten das quasi kombinieren und haben gesagt, komm, wir machen den Hammer, der jetzt durch den H1 schon publik ist, ein bisschen publiker und machen ihn ein bisschen alterstauglicher mit dem H2. Ja, hat sich dann aber nach ein paar Jahren relativ fix wieder erledigt. Aber es ist und bleibt immer noch ein außergewöhnliches Auto. Dieser hier ist jetzt komplett schwarz, innen schwarz und außen schwarz. Und wie gesagt, der ist vom Zustand wirklich 1A. Da haben wir jetzt auch nur ein paar Kleinigkeiten dran gemacht. Normale Inspektionsarbeiten. Der Hammer hat serienmäßig einen 6 Liter V8 mit knappen 320 PS. Ist halt noch, diese Kombination ist halt noch total geil. Wir haben 6 Liter Hubraum und 320 PS. Das wird es heutzutage kaum noch geben. Die meisten heutzutage haben 320 PS und da sind 2 Liter Hubraum schon eine ganze Menge. Deswegen ist das noch in sich eine relativ geile Kombination. Die sind auch enorm stabil, diese Motoren. Also da muss man sich schon anstrengen, zumindest aus unserer Erfahrung, dass man sowas kaputt kriegt. Also viel Hubraum, da kann man nicht viel mit falsch machen. Wir haben jetzt hier noch die Chromelemente, Chrom-Trittbretter, Chromfelgen. Hier sieht selbst die Chromfelge noch verhältnismäßig gut aus. Da ist ja für Ami-Verhältnisse der Chrom oft abgeplatzt, aber das ist hier wirklich auch noch gut. Dann haben wir ungefähr 120 Liter Tankinhalt. Die Amis tanken ja immer auf der linken Seite, also haben den Tankdeckel eben auf der linken Seite. Wir haben das schöne große Ersatzrad hinten dran mit Hängerkupplung und allem Pipapo. Von innen, also ich kann immer wieder nur sagen, wie schön dieser Hammer vom Zustand ist. Der Innenraum ist wirklich wie aus dem Ei gepellt. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Erstmal, wenn man sitzt, ein Sofa ist nichts dagegen. Also man fällt in diesen Sitz und denkt, alles klar, hier kann ich jetzt die nächsten 24 Stunden ganz easy drin sitzen und ganz easy Auto fahren. Total geil. Für damalige Verhältnisse war auch schon ordentliche Ausstattung hier drin. Wir haben Sitzheizung, wir haben ein Bose Soundsystem, was ich bei den Amis immer cool finde, wenn die schon Bose haben. Ich zeige euch einfach mal so das ganze Innenleben, wie das Ganze aussieht. Lenkrad, Tacho, die ganzen Anzeigen. Die ganzen Armaturen hier. Da unten können wir das Bose Soundsystem oder die Bose Boxen erkennen. Und auch hier, also ich weiß nicht, ob man das erahnen kann, wie weich und bequem diese Sitze sind. Also das ist total geil. Und das ist übrigens, die Geräusche bin ich hier auf dem Sitz, ne? Nicht, dass einer denkt, dass ich hier keine Manieren hätte, sondern das ist das Leder. Schönes Schiebedach. Ist auch für Licht immer geil. Also der Hammer ist in sich ein mega Brummer, ein riesen, riesen Auto für deutsche Straßen. Muss man sich jetzt überlegen, brauche ich das? Wenn ihr uns fragt, natürlich braucht man das. Der Hammer hat zwei Sets. Bei den Autos, die wir im Moment hier so haben, oberes Mittelfeld, was die Größenverhältnisse angeht. Aber er ist schon gewöhnungsbedürftig für deutsche Straßen. Also
Der ist schon sehr breit und sehr hoch, aber es ist ein geiles Auto. Und das wollte ich euch einfach zeigen. Wie so viele geile Autos im Moment. Deswegen, beim nächsten Mal zeige ich euch den nächsten. Deswegen, danke fürs Zuhören. Ich sitze auch hier und halt fest. Falls ist so Reflex. Nicht, dass wir gleich hier losfahren ohne Schlüssel. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bleib gesund und lass mir gerne ein Like oder ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Und wir steuern ja auf die 1000 Abonnenten zu, was für mich sehr, sehr viel ist. Weil wenn ich mir mal vorstelle, wie viel sind 1000 Menschen, die vor mir stehen würden, das finde ich unheimlich viel. Wenn wir 1000 Abonnenten erreicht haben, habe ich nicht eine kleine, sondern eine riesen Überraschung für euch. Deswegen gerne, gerne abonnieren und bei 1000 gibt es einen Knaller. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.